Dann gucken. Ja, dann gucken wir doch mal, wie die ersten Momente im Training ausfallen. Also das ist das obligatorische Warmlaufen. Ja, finde ich super. Ich denke mal, da gibt es jetzt auch erstmal keinen großen Unterschied zu dem, was auch beispielsweise im Amateurfußball passiert. Und apropos, gestern ist eine Delegation vom DFB zu einer Grundschule nach Mainz gereist und da waren Rudi Völler, da war unser Bundestrainer Julian Nagelsmann mit dabei und auch Andreas Rettich hat sich die Ehre gegeben und das war eine schöne Geschichte, bei der die Schüler die Möglichkeit hatten, ihre Fragen an die genannten zu stellen und jetzt haben wir hier die Nationalmannschaft, wobei wir haben jetzt Sie laufen gerade ganz frisch an mir vorbei, während wir im Bild hier Manuel Neuer eingefangen haben. Und da waren gestern emotionale Momente dabei. Also es gab zum Beispiel auch die Möglichkeit für die Schüler von der Grundschule mit Julian Nagelsmann zusammen Fußball zu spielen. Also der hat sich da auch nicht lumpen lassen und hat sich da auch aktiv mit eingebracht. Die Schüler haben sich bedankt. Und haben auch beispielsweise einen herrlichen Song für Julian Nagelsmann gesungen, bei dem ein Titel von Max Giesinger nochmal umgetextet wurde. Und also ich glaube, das war so emotional, dass auch der Julian Nagelsmann auch nochmal für sich begriffen hat. Ja, von jung bis alt, alle stehen hinter der Nationalmannschaft. Und das ist natürlich das, was wir uns auch gerade für die Heim-EM erhoffen. Hintergrund des Ausflugs war die Initiative DFB macht Schule auch zu präsentieren, um den Schulsport mit dem Schulfußball zu verbinden. Und ich sehe, dass wir immer mehr Zuschauer auch bei uns in unserem Stream haben. Also von daher herzlich willkommen, fühlt euch wohl und habt viel Spaß mit den Eindrücken vom allerersten Training im Jahr 2024. Das Ganze hier für alle, die jetzt neu mit dabei sind. Wir befinden uns auf dem DFB-Campus in Frankfurt. Da haben wir auch Florian Wirtz kurz eingefangen, der eine überragende Bundesliga-Saison spielt und sicherlich auch einer der heiß gehandelten Hoffnungsträger für eine erfolgreiche EM ist. Thomas Müller haben wir da, ja, auch aus Leipzig, David Raum. Und ich sehe gerade, wir haben schon, da wird es auch gerade nochmal geschrieben, über 2800 Bundestrainer in unserem Stream und ich glaube, es werden immer mehr, so soll es sein. Und wir können ja auch nochmal die Spieler durchgehen, die neu bei der Nationalmannschaft mit dabei sind, für die das jetzt das allererste Training in dieser illustren Runde ist. Also da haben wir gerade auch vom VfB Stuttgart ein paar neue Gesichter mit dem ehemaligen U21-Europameister Waldemar Anton, der da hinten in der Abwehr beim VfB so gut wie alles abfängt und auch das Angriffsspiel vom VfB einleitet. Also Waldemar Anton hat sich diese Nominierung ganz sicher verdient, genauso wie Maximilian Mittelstädt auf der linken Abwehrseite. Da kommt ihm sein guter linker Fuß sicherlich auch zugute. Und auch für die Offensive ist was vom VfB Stuttgart mit dabei, und zwar Dennis Undaf. Und darüber hinaus gibt es weitere Newcomer, weitere Neulinge mit Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim, mit Jan-Niklas Beste von Heidenheim und, ja, vorhin habe ich ihn schon mal angesprochen, Pavlovic vom FC Bayern, der heute leider noch fehlt, der auch noch nicht nach Frankfurt aufgebrochen ist. Das heißt, seine Kollegen vom FC Bayern München mussten die Reise erstmal alleine antreten. Da haben wir auch natürlich einige mit dabei. Wir haben vom FC Bayern Manuel Neuer, wir haben Joshua Kimmich,
Wir haben Jamal Musiala und natürlich Thomas Müller, der vorhin auch schon mal im Bild war. Ja, da ist der Captain Gündogan. Und da haben wir auch Dennis Undaf hinter Gündogan, der ja auch am Wochenende wieder mit 2 Torvorlagen erfolgreich war. Der VfB hat ja alles in allem ein richtig gutes Auswärtsspiel bei der TSG Hoffenheim gezeigt. Und Undaf hat da auch nochmal unter Beweis gestellt, dass es nicht immer nur seine Tore sein müssen, um ihn in die Startformation zu schicken, sondern er ist auch darüber hinaus als Vorlagengeber ein wichtiger Faktor, hoffentlich auch für die Nationalmannschaft. Ich sehe gerade, über Pavlovic wird gerade auch nochmal diskutiert. Also Pavlovic ist nicht verletzt, aber er ist krank, und die aufmerksamen Zuschauer haben natürlich auch festgestellt, dass vom VfB, um das auch nochmal rund zu machen, da können wir auch das VfB-Thema für den Moment abhaken. Chris Führig ist natürlich auch mit dabei, aber er ist nicht zum allerersten Mal nominiert worden. Er war ja bereits auf der USA-Reise mit am Start, hatte zuletzt bei der letzten Länderspielphase, beispielsweise beim Spiel in Österreich, gefehlt, ist nun aber wieder mit dabei. Und auch Chris Führig zeigt hier aktuell Woche für Woche extrem starke Leistungen und hat sich damit auch die Nominierung mehr als verdient. Ja, hier wird gerade gefragt, ob der Kommentator Bellareti ist. Ja, ich würde sagen, in 30 Jahren bin ich das auch. Aber so bin ich tatsächlich noch ein paar Jahre jünger und bin dementsprechend auch, wenn man so will, deswegen, ja, aufgrund meines jungen Alters zum ersten Mal bei der Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft und freue mich genauso wie ihr auf die Eindrücke und hier auch natürlich auf Manuel Neuer. Ich bin mal gespannt, wer am Ende des Tages tatsächlich im Tor stehen wird. Da gibt es ja mit Marc-André Ter Stegen auch noch einen richtig guten Keeper. Ich weiß nicht, wenn ihr seid ja auch alles Bundestrainer wert, wen würdet ihr in die Hütte stellen? Eher Manuel Neuer oder Marc-André Ter Stegen? Haben wir doch den Keeper vom FC Barcelona, der wahrscheinlich auch, wenn es einen Manuel Neuer in dieser Generation nicht geben würde, wahrscheinlich schon viel, viel mehr Länderspiele absolviert hätte. Das ist gerade auf der Torhüter-Position eine absolute Luxuslage, weil wir haben ja darüber hinaus, wenn man sich den ganzen Kader anguckt, ja auch noch Bernd Leno mit dabei, der beim FC Fulham spielt, und darüber hinaus ist Oliver Baumann von der TSG Hoffenheim im Kader, und ich meine, man hätte noch weitere Torhüter mitnehmen können. Also an der Stelle gehen uns die Leistungsträger nicht aus, und auch hier wird natürlich zu Recht möglicherweise der Name Nübel nochmal gehandelt. Nein, das war jetzt, also das muss jetzt jeder für sich selber bewerten, auch zu Recht natürlich Jens Lehmann. Ja, mal gucken, vielleicht feiert er auch noch mal ein Comeback mit seinem Zettel. Die Torwarttrainer sind im Übrigen Andreas Kronenberg und Michael Fuchs. Die Torhüter hatten wir gerade im Bild, und jetzt gucken wir mal wieder auf unsere Feldspieler, die sich hier ganz gemütlich hier warm machen. Da wird die Schlagzahl noch nicht komplett erhöht. Das ist hier erstmal ein schöner, gemütlicher Aufgalopp am Dienstagvormittag DFB Campus. Ich denke mal, in den nächsten Tagen wird es dann Schritt für Schritt weitergehen, und am Freitag erfolgt dann die Reise nach Frankreich. Und ich sehe gerade eine Eilmeldung von einer Medienplattform,
dass Pavlovic möglicherweise beide Länderspiele verpassen könnte. Ja, das ist natürlich extrem bitter. Er hatte sich ja schon beim letzten Bundesligaspiel so ein bisschen verletzt, aber das ist tatsächlich nicht der Grund, weil er am Ende des Tages gar nicht so schlimm verletzt war, aber ihm plagt wohl eine Mandelentzündung und da geht man einfach mal auf Nummer sicher, möchte da auch nichts riskieren. Aber wir werden das beobachten. Ja, ich hatte tatsächlich auch in der letzten Zeit das Vergnügen, das ein oder andere U20-Länderspiel von Deutschland zu kommentieren und da war Pavlovic auch mit dabei. Er hat ja jetzt quasi die U21 übersprungen. Das ist doch schon mal was Gutes und das ist sicherlich auch ein gutes Signal für alle Talente mit dem deutschen Pass. Hier haben wir auch wenn nur von hinten, aber auch ein schöner Rücken kann ja entzücken, Sandro Wagner, für den es ja jetzt hier auch steil nach oben gegangen ist. In der letzten Saison war er noch Cheftrainer bei der Spielvereinigung Unterhaching, hat die Hachinger von der Regionalliga in die dritte Liga geführt und war ja dann eben, wenn man so will, auch für Pavlovic zuständig, weil er der Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft gewesen ist, an der Seite von Hannes Wolf. Und dann hat sich ja im Laufe der Zeit so ein bisschen was getan. Julian Nagelsmann wurde Bundestrainer und der hatte einfach mal richtig Bock auf Sandro Wagner. Und insofern darf Sandro Wagner zur EM und das nicht als Experte, wie das vielleicht mal vor längerer Zeit geplant war, sondern als Bestandteil des Trainerteams unserer Nationalmannschaft. Also so schnell kann es gehen. Nicht nur auf der Seite der Spieler, sondern auch auf Seite der Trainer. Bei den beiden Länderspielen, die jetzt in den nächsten Tagen anstehen, in Frankreich und gegen Holland, werden übrigens auch die beiden neuen Trikots von Deutschland zum Einsatz kommen. Also das war ja auch ein Paukenschlag, als der DFB und Adidas am letzten Donnerstag das neue Trikot präsentiert haben. Und da wurde ja auch gerade im Netz viel, viel diskutiert. Vor allem mit Blick auf das Auswärtstrikot, das er da ganz schön für Aufsehen gesorgt hat. Denn ein pink-lilanes Trikot gab es noch nie von Deutschland. Und das haben auch nur die Männer. Also die Frauen spielen noch ganz klassisch weiter. Und das neue Auswärtstrikot soll aber auch natürlich die Vielfalt im Land repräsentieren. Und ja, ich kann mir aber echt gut vorstellen, dass das ein richtiger Verkaufsschlager wird. Ich weiß nicht, wie eure Meinung im Chat ist. Wenn ihr euch eins der beiden Trikots holen würdet, welches wäre das? Ja, das liest sich hier schon mal zum Auftakt ganz gut. Viele schreiben, dass sie sich das Auswärtstrikot geholt haben und das auch ziemlich cool finden. Mir gefällt es auch sehr gut. Na, da sehen wir doch auch mal Antonia Rüdiger und Musiala, die ein bisschen Spaß zusammen haben. Also der Spaß soll hier bei der Nationalmannschaft natürlich nicht fehlen, weil wir wünschen uns natürlich die Leichtigkeit, gerade mit Blick auf die aus meiner Sicht richtig gute Technik des einen oder anderen wird das auf jeden Fall helfen. Und gerade ein Jamal Musiala ist ja auch ein absolutes Supertalent. Also ich hoffe, dass der nicht so wie bei der letzten Länderspielphase verletzungsbedingt fehlt, weil das ist einer, der richtig Spaß macht. Thank you.
So, du gehst tief, Pascal, du gehst tief und lässt dann auf Jona klatschen. Jona, du schießt das Tor. Okay? Und die drei gehen einfach rüber und wir starten hier wieder in der Mitte. Also, was der Musiala auch mit seinen 21 Jahren schon für Werte aufweist, auch in der aktuellen Spielzeit beim FC Bayern München. 21 Bundesligaspiele, 10 Tore, 6 Torvorlagen. Also, der ist mittlerweile seit einigen Jahren auf einem unfassbar konstanten Niveau. Für Deutschland hat er bisher hin 2 Tore erzielt. Ich denke mal, da werden in diesem Jahr noch einige dazukommen. Da habe ich ein sehr gutes Gefühl. Und jetzt geht es ja auch schon in die ein oder andere, ja, wobei noch nicht ganz in die ein oder andere Spielform. Das wollte ich gerade einfach mal raushauen. Aber ich denke mal, die Tore kommen ja auch noch schön zum Einsatz. Hier sehen wir schon mal Chris Führig, der hier schon mal schön einlocht. Genauer drauf, was in dem Fall Havertz, Andrich und Co. zelebrieren. Vom aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen sind insgesamt 3 Spieler dabei. Da haben wir gerade Jonathan Tah gesehen, der bisher auf 21 Länderspiele gekommen ist. Darüber hinaus haben wir Robert Andrich, ja. Der will natürlich auch noch einige draufpacken. Bisher hat er ein Länderspiel erlebt und darüber hinaus haben wir natürlich, und er ist auch schon das eine oder andere Mal hier im Chat gefallen, da sind viele Hoffnungen, Florian Wirtz. Bisher hat er 14 Mal für Deutschland gespielt. Da haben wir Robert Andrich von Bayer Leverkusen im Zusammenspiel mit Wirtz, im Zusammenspiel mit Bayer und natürlich Ilkay Gündogan vom FC Barcelona. Was schätzt ihr, Chat? Wer hat von den Spielern, die jetzt aktuell im Kader der Nationalmannschaft stehen, die meisten Länderspiele für Deutschland bestritten? Ich meine, es gibt ja einige Jungs, die jetzt schon seit vielen, vielen Jahren mit dabei sind. Aber wer hat die meisten? Also es gibt, das kann ich vielleicht einfach schon mal eingrenzen, von den Jungs, die heute mit dabei sind, gibt es insgesamt 3 Spieler, die die Marke von 100 Mal geknackt haben. Das ist auf der einen Seite Manuel Neuer, das ist Toni Kroos und das ist Thomas Müller. Und wer hat die meisten? Ah, da ist sich der ein oder andere dann doch sehr, sehr sicher. Und ich muss sagen, ihr habt, ja, wobei der ein oder andere denkt aber auch, es könnte Manuel Neuer sein. Ich hau's jetzt einfach mal raus. Manuel Neuer hat bisher 117 Länderspiele bestritten. Und bei Thomas Müller sind es 126. Da haben wir Manuel Neuer, der zum Glück wieder richtig fit ist und somit mit Sicherheit auch, ja, eine gute Chance darauf hat, mal die Nummer 1 bei der EM zu sein. Aber ich will da nichts vorwegnehmen, mal gucken, wie das Ganze am Ende des Tages entschieden wird. Ja,
Es wird auch nach der Anzahl der Länderspiele von Toni Kroos gefragt. Und Toni Kroos kommt auf 106 Länderspiele. Und da dachte man ja lange, lange, das wird auch für alle Ewigkeiten und für die Geschichtsbücher so bleiben. Aber die gute Nachricht kam ja vor einigen Wochen. Toni Kroos feiert sein Comeback. Das hatte sich zwar in den Wochen davor hier und da so minimal so ein bisschen abgezeichnet, aber als dann die Meldung kam, war das mit Sicherheit eine große Sensation. Und ich muss sagen, ich freue mich da sehr drüber, weil Toni Kroos auch bei Real Madrid nach wie vor Top-Leistungen zeigt. Jetzt wird hier auch gefragt, wer kurz davor steht, möglicherweise als nächstes auch in den Club der 100 Länderspiele zu kommen. Also wir haben beispielsweise Kimmich mit 82 Länderspielen, also ein bisschen was dauert das schon noch. Wir haben Gündogan mit 73 Länderspielen und alle anderen brauchen da noch ein bisschen. Also dann ist schon der nächste Antonio Rüdiger mit 66 Länderspielen und tatsächlich haben wir viele, viele frische Gesichter mit dabei. Weil Spieler wie beispielsweise ein Musiala hat 25 Länderspiele, wir haben Kai Havertz mit 42 Länderspielen, wir haben Ter Stegen mit 38 Länderspielen, das mal so für die grobe Orientierung. Ein Niklas Füllkrug kommt beispielsweise auf 13 Länderspiele, aber auf eine richtig gute Quote mit 10 Toren. Heute wird es auch noch eine Pressekonferenz mit Bundestrainer Julian Nagelsmann geben und auch die könnt ihr live auf unserem YouTube-Kanal verfolgen. Und wie berichtet, am Freitag bricht die Nationalmannschaft nach Frankreich auf, da geht es nach Lyon und am Samstag kommt dann hier der große Klassiker Frankreich gegen Deutschland ab 21 Uhr. Ja, das ganz nebenbei auch nochmal angemerkt, live im ZDF. Und am Dienstag, da werde ich auch vor Ort im Stadion sein, geht es in Frankfurt gegen Holland. Wie ist euer Gefühl für die Testspiele gegen Frankreich und gegen Holland? Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass die Zuschauer hier bei uns im Chat recht positiv sind. Also das Stimmungsbild im Chat, das verzeichne ich jetzt einfach mal so, dass ihr der Mannschaft einiges zutraut. Und mittlerweile sind wir auch bei über 6000 Live-Zuschauern.
Ja, aktuell gibt es unter den Feldspielern zwei Gruppen, die gebildet worden sind. Und wir haben hier gerade mal den Fokus auf die Gruppe rund um Kimmich, rund um Waldemar Anton, Führig, Raum, Havertz, Benjamin Henrichs und darüber hinaus auch Pascal Groß von Brighton, der vielleicht für den einen oder anderen Bundesliga-Fan aus dem Fokus geraten ist, der dafür aber in der Premier League extrem starke Leistungen zeigt. Und das hätten ihm vielleicht viele Fußballfans gar nicht so zugetraut, als er damals vom FC Ingolstadt nach England gewechselt ist. Wer von euch hat Pascal Groß auch in der Premier League auf dem Schirm? Er spielt ja, wie gesagt, für Brighton. Das ist ja auch der Verein von Dennis Undav, der ja von Brighton nur an den VfB Stuttgart ausgeliehen worden ist. Dennis Undav hat ja in dem einen oder anderen Interview erzählt, dass er gerne beim VfB bleiben würde. Ich bin gespannt, ob er nächstes Jahr weiter in der Bundesliga spielt oder zurück in die Premier League muss. Gerade auch nochmal die aktuellen Statistiken von Pascal Groß herausgeholt. Also allein in der laufenden Spielzeit in der Premier League kommt er da auf 10 Torvorlagen. 4 Tore hat er selber erzielt. Also das ist schon auf einem richtig guten Niveau. Dazu hat er auch in der Europa League getroffen. Im FA Cup glänzt er mit Torvorlagen. Und ja, nachdem er bereits einige U-Nationalmannschaften durchlaufen hatte, hätten wahrscheinlich die wenigsten gedacht, dass Pascal Groß nochmal ein Thema für die A-Nationalmannschaft wird, aber ja, eben mehr oder weniger, ja, sag ich jetzt einfach mal, höheren Alter kommt er tatsächlich in diesen Genuss. Pascal Groß ist ja aktuell 32 Jahre alt. Ja, da fliegen wir einmal über diesen wunderbaren Trainingsplatz auf dem DFB-Campus. Also ich kann schon sagen, der Rasen sieht richtig lecker aus. Ich sitze direkt am Rasen dran und ja, da bin ich kurz davor, hier mal den Platzsturm zu machen und mitzukicken. Weil ich glaube, auf dem Rasen kann man ja fast auch nur noch glänzen. Und hier haben wir auch Julian Nagelsmann. Das war sicherlich eine Überraschung, als verkündet wurde, dass Julian Nagelsmann Nationaltrainer wird. Aber ich glaube gerade auf das Abenteuer Europameisterschaft im eigenen Land, da hat er auch so richtig Bock drauf. Und wir sehen, dass er da mit ganz viel Leidenschaft dabei ist, denn anders als im Vereinsbetrieb hat er ja gar nicht so viele Möglichkeiten, die Mannschaft zu vereinen und im Training zu begrüßen. Deswegen bin ich mir ziemlich sicher, der will hier jede Trainingseinheit nutzen, um seine Fußspur einzubringen und seine Philosophie in die Truppe zu verankern. Und auch vor allem dafür zu sorgen, dass jeder Spieler ganz genau weiß, welche Rolle er in der Mannschaft hat. Da hatte er beispielsweise auch in den letzten Wochen mal erzählt, dass ihn das durchaus inspiriert hat, wie das Ganze bei der Basketballnationalmannschaft und bei der letzten Weltmeisterschaft abgelaufen ist. Da hat er gesagt, da wusste jeder ganz genau, was er zu tun hat, für welchen Job er zuständig ist, der eine möglicherweise auch nochmal abseits des Spielfeldes für die Stimmung etc. Da hat alles gepasst und ja. Heute, wie gesagt, erstes Training im Jahr 2024. Der Countdown läuft und die Mission startet, all diese Impulse in unsere Fußballnationalmannschaft zu überführen.
und daraus ein richtiges Team zu entwickeln. Sind wir gerade mal mit dem Fokus auf der anderen Hälfte des Spielfeldes und da sind nun mittlerweile ja, alle Jungs zusammengekommen und vielleicht erleben wir gleich mal ein schönes Trainingsspiel. Die ersten Leibchen werden schon verteilt. Ja, beziehungsweise ein Teil der Jungs wechselt die Spielfeldhälfte. Gerade hatte ich die Spieler durchgegeben, die sich auf der rechten Spielhälfte befinden. Und jetzt wurde hier einmal durchgewechselt. Jetzt haben wir Musiala, wir haben Müller, wir haben Mittelstädt, den kann man jetzt noch ganz leicht sehen. Wir haben ja natürlich auch, er ist ganz zentral im Bild, Sandro Wagner. Und dazu ist Undav dabei, da ist Andrich. Wir haben Beste, ja, das war sicherlich auch für viele eine Überraschung, dass der Heidenheimer Jan-Niklas Beste in das Aufgebot von Julian Nagelsmann berufen worden ist. Aber der zeigt einfach gute Leistung in der Bundesliga und ich glaube, ein guter Linksfuß ist immer gern gesehen. Wie schätzt ihr die Leistung von Jan-Niklas Beste ein? Die Bundesliga-Daten von Jan-Niklas Beste, die sprechen natürlich auch für sich. 23 Spiele, 7 Tore, 10 Torvorlagen. Und ja, bei ihm ist es auch so, dass er, wenn man so will, ein Comeback mit dem Deutschland-Trikot feiert, weil er hatte echt tatsächlich im U-Bereich alles durchlaufen, war in der U16, in der U17, in der U18, in der U19 und in der U20-Nationalmannschaft. Er war aber nicht in der U21, dafür jetzt aber in der A-Nationalmannschaft. Ja.
Ich finde, der Ball läuft ganz gut hier in der Runde mit Müller, Undav und Co. Bayer ist ja, wie berichtet, auch mit in dieser Runde dabei. Und da kommt der fliegende Wechsel auf die andere Seite des Spielfeldes. Da ist die andere Gruppe, die wir vorhin schon hatten. Aber auch hier, Toni Kroos mittendrin im Geschehen. Genauso wie Havertz, Rüdiger. Da haben wir Antonio Rüdiger von Real Madrid. Also Kroos und Rüdiger können gemeinsam aus Madrid zur Nationalmannschaft anreisen und natürlich auch wieder zurück nach Madrid. Wie sehr freut ihr euch über das Comeback von Toni Kroos? Da ist er doch wieder, der gute Toni, der Weltmeister. Da gibt es auch zur Strafe, ja, das gehört dann auch dazu, Liegestütze. So wie wir es kennen, so wie wir es mögen. Kai Havertz und Antonio Rüdiger, die verstehen sich natürlich auch bestens, beziehungsweise kennen sich auch bestens aus ihrer Zeit bei Chelsea. Hier zeigt sich Julian Nagelsmann sehr, sehr engagiert. Und im Hintergrund die Analysten, die sich das auch ganz genau zu Gemüte ziehen. Das Ganze aber auch nochmal für die Videoanalyse festhalten. Hier sehen wir auf einmal eine richtig lange Ballstaffette bei Kroos, Havertz und Co. Ja, und wir können ja auch nochmal oder schon mal auf die Europameisterschaft blicken. Am 14. Juni geht es, wie berichtet, gegen Schottland los. Das Ganze in München, 21 Uhr. Das wird schon mal sehr, sehr heiß, sehr, sehr wegweisend. Ein paar Tage später, am Mittwoch, 19. Juni, spielt Deutschland in Stuttgart gegen die Ungarn, die sich ja in der letzten Zeit auch richtig gut gezeigt haben. Gerade in der Nations League waren sie auch sehr, sehr erfolgreich. Und am Sonntag, 23. Juni, geht es dann gegen die Schweiz hier in Frankfurt. Das ist also soweit die Gruppenphase. Und dann hoffen wir natürlich, dass wir mit der perfekten Ausgangssituation
in das Achtelfinale einziehen, das dann vom 29. Juni bis 2. Juli durchgeführt wird. Das große Finale, das muss man sich ja schon mal fest in den Kalender eintragen. Da steigt ja am 14. Juli im Olympiastadion in Berlin. Insgesamt gibt es ja quer durch Deutschland ganz viele verschiedene Standorte. Wir haben, das habe ich gerade schon mal gesagt, das Berliner Olympiastadion. Wir haben aber auch das Stadion in Hamburg, das Volksparkstadion. Es wird in Leipzig gespielt, in Köln, in Dortmund, auf Schalke, in Düsseldorf, in Stuttgart, in Frankfurt und in München. Das sind die Standorte für die Heim-Europameisterschaft. Und ja, das Ganze über 6 Gruppen in der Gruppenphase. Deutschland spielt hier in der Gruppe A. Und in den nächsten Tagen werden ja auch noch die letzten Tickets vergeben. Also ein paar Nationalmannschaften, ein paar Länder mussten in die Playoff-Phase einziehen, beziehungsweise durften. Es gibt ja Länder wie zum Beispiel Luxemburg, die immer noch die Möglichkeit haben, sich für die Europameisterschaft zu qualifizieren. Das wird sehr, sehr interessant. Wir können uns ja auch mal die anderen Gruppen angucken. In der Gruppe B spielen Spanien, Kroatien, Italien und Albanien. Ah, da ist doch die Legende Manuel Neuer. Für den unterbreche ich diese Übersicht natürlich sehr, sehr gerne. Ich stöße jetzt hier zur Garde der Feldspieler dazu, genauso. So. 3-2 für Weiß. Was? Und jetzt sind wir tatsächlich auch wieder zurück. Entschuldigt die kleine Störung. Und nun sollte das Ganze wieder sauber über die Bühne gehen. Und wir sehen hier mittlerweile ein ganz interessantes Training bzw. eine sehr interessante Spielform. Hier kriegen wir auch direkt mal einen Eindruck von der Abschlussstärke der deutschen Nationalmannschaft. Und vor allem auch von den Defensivqualitäten. Hier haben wir Musiala im Duell mit Groß. Im Tor steht gerade Manuel Neuer. Und es geht weiter über Mittelstädt, der nicht an Groß vorbeikommt. Dennis Undaf schafft es auch nicht, Musiala zu überwinden. Auf jeden Fall wird es hier immer interessanter. Und Raum mit dem Abschluss. Waldemar Anton. Gegenraum. Ja, die Abwehrleute machen es gut. Beste legt den Ball rüber. Und dann wird es natürlich großartig von Raum gelöst. Thomas Müller kommt hier auch mal in Erscheinung. Waldemar Anton und über das Kasten. Über den Kasten, Freunde. Jetzt wird es hier aber ganz wild. Ja, und Rüdiger im Nachsitzen. Aber da ist natürlich ein Manuel Neuer da und es geht weiter über Henrichs. Ah, schön reingelegt. Chris Führig, ah. Der Stegen ist da, Andrich gegen Führig, Andrich und wieder ist der Keeper vom FC Barcelona zur Stelle. Rob, komm!
Mittelstädt und Führich, beziehungsweise Freunde Mittelstädt und Müller, die schenken sich hier überhaupt gar nichts. Manuel Neuer ist zur Stelle, da kommt sein Mannschaftskollege Thomas Müller nicht mehr zur Geltung. Undav gegen Beste, das Duell Stuttgart-Heidenheim wird es ja demnächst auch in der Bundesliga geben. So, und es geht weiter über Antonio Rüdiger. Da haben wir ihn mal ganz hautnah. Und was macht er? Legt den Ball am Kasten vorbei. Führich kann Ter Stegen nicht überwinden. Und Andrich verspringt die Kugel. Weiter geht's über Havertz. Und da ist Führich. Und da ist vor allem auch Ter Stegen. Aber zack! Freunde, das letzte Wort bei diesem Angriff hat dann doch der Stuttgarter Chris Führich. Weiter, kein Abseits. Andrich mit dem Abschluss. Führich ist aber dazwischen. Mittelstädt. Thomas Müller gegen Mittelstädt. Thomas Müller setzt sich durch. Thomas Müller macht das Ding. Also das gerne genauso in der Reihenfolge auch bei der Europameisterschaft. Musiala setzt auch noch einen drauf. Also Freunde, das wird doch immer treffsicherer, was wir hier im Training sehen. Thomas Müller und auch, nee, der ist nicht drin. Den hat Ter Stegen, aber guten Torwart brauchen wir ja auch. Wir müssen die Keeper auch aufbauen. Oh, was ein Strahl, was ein Treffer. Undav, komm, der darf auch nochmal. Nee, Beste hat was dagegen. Raum. Spielt rüber auf Beste und ja, da würde ich sagen, in dem Fall ist Ter Stegen eher Beste. Undav, komm, rein das Ding. Da klingelt's. Henrichs von RB Leipzig guckt Manuel Neuer aus. Kimmich bekommt die Kugel tatsächlich ins Netz. Bayer, der Neuling von Hoffenheim, ja, legt den Ball rüber, aber auch in den Rücken von Henrichs. Die Chance ist aber noch heiß, aber hier stimmen die Abläufe bei Bayer und Henrichs noch nicht ganz. Aber wir haben ja noch ein paar Tage in Frankfurt, bei denen fleißig trainiert wird bei Rüdiger und Kimmich sieht das perfekt aus. Ich finde, das war eine schöne Trainingseinheit, beziehungsweise, ich meine, sie läuft ja noch, aber dieses Trainingselement hat mir sehr gut gefallen. Mal gucken, wie es weitergeht. Julian Nagelsmann guckt ganz genau hin und sieht diesen herrlichen Abschluss von Toni Kroos. Und jetzt das Duell. Ach, Havertz gegen Kroos, das ist natürlich schon stark. Andrich. Weiter geht's über Chris Führich, über rechts. Und Havertz legt die Kugel eiskalt rein. Musiala. Ah, trifft nur den Pfosten. Müller gegen Musiala.
und die Kugel landet nicht bei Pascal Groß. Das war eigentlich der Plan. Mittelstädt macht die Kugel. Ja, wollte das Ding selber erledigen, aber nicht mit einem Manuel Neuer. Raum gegen Anton. Ja, auch da. Ja, in dem Fall ist es Ter Stegen, der zur Stelle ist. Rüdiger haut einfach mal drauf und er hat auf jeden Fall mal einen strammen Schuss. Henrichs. Ja. Ja, der Rüdiger wollte ihm da eine Ecke anbieten, aber da lässt sich der Kollege aus Leipzig nicht drauf ein. Ja, der Antonio Rüdiger, der arbeitet mit allen Mitteln. Toni Kroos beim Abschluss. Hier haben wir aber auch nochmal Antonio Rüdiger im Bild, den Abwehrspieler von Real Madrid. Jetzt sind wir wieder zurück bei Toni Kroos, der hier eiskalt verwandelt. Führig, Havertz. Musiala gegen Groß. Gut gemacht. Müller. Ja, wieder das Duell gegen Musiala. Spielt den Ball rüber und ach, Musiala, der kann nicht nur Offensivfußball, der kann es auch in der Defensive lösen. Wir hatten es gerade nicht im Bild, aber es war eine geile Aktion von Musiala. Beste. Ja, das ist gut gemacht. Raum und schwupps, da klingelt es doch wieder. Ich wurde schon gerade gefragt, wie es steht, aber das ist natürlich eine Antwort, die ich an der Stelle nicht geben kann, weil das für diese Trainingseinheit jetzt erstmal keine Rolle spielt. Aber so sind die Medienverantwortlichen, die hier rumlaufen, wollen immer ein Ergebnis für sich rausholen. Hier fragt der ein oder andere, ob Goretzka der Kameramann ist. Da kann ich sagen, nein, das ist nicht der Fall. Und vorhin wurde auch nochmal gefragt, ob die Trainingseinheit öffentlich ist. Also wir haben heute keine klassische öffentliche Trainingseinheit. Es sind verschiedene Vertreter eingeladen. Bis zu 500 Besucher sind heute am Start. Das sind zum einen Medienvertreter, das sind zum einen oder zum anderen auch Mitarbeiter vom DFB. Wir haben ein paar Vereine am Start, die beim DFB-Punktespiel mitmachen. Das ist eine Aktion, bei der das starke Engagement von Amateurvereinen gewürdigt wird. Wir haben ein paar Fans des Fanclubs der Nationalmannschaft und wir haben auch eigenständige Fanclubs vom DFB mit dabei. Und dazu sind auch Ehrenamtler dabei, die die Stiftung Nationalmannschaft unterstützen. Aber ich habe gehört, dass es vor der EM auch noch möglicherweise 1-2 öffentliche Trainingseinheiten geben wird. Aber wer sich da genauer informieren möchte, ist auf jeden Fall auf den DFB-Kanälen immer gut aufgestellt. Das ist nicht nur ganz klassisch dfb.de, das ist natürlich vor allem auch der Instagram-Account zur Nationalmannschaft. Da gibt es regelmäßig alle wichtigen Informationen, um sich über die Mannschaft, über die Aktivitäten zu informieren. Matchtempo bitte, Matchtempo bitte.
gutes Drückling, Benni. Rüdiger. Ja, mit Kimmich und der lädt hier nochmal zum kleinen Tänzchen ein. Geh. Wobei wir das gerade, glaube ich, gar nicht im Bild hatten, Freunde. Da muss ich mich entschuldigen. Ich hau hier einfach mal Dinge raus, die ihr gar nicht seht. Ich gucke jetzt mal wieder öfters auf den Monitor. Ich war jetzt hier einfach so fasziniert von dem, was ich mit meinem bloßen Auge sehe. Aber, Freunde, ich bin wieder hautnah für euch am Start. Für niemand anderen. So, neben mir sind übrigens auch die Kollegen von Twitch, die übertragen das ganze Spektakel vom Training unserer Nationalmannschaft auch noch auf dem sensationellen Twitch-Account vom DFB. Da habt ihr, wenn ich das bei den Kollegen richtig sehe, auch nochmal andere Perspektiven. Vielleicht gucke ich da gleich auch mal rein. Also wir schießen hier von allen Seiten, von Twitch, von YouTube und... Hier haben wir wieder Julian Nagelsmann, also was der hier für Meter macht. Also wie gesagt, er war gestern auch noch bei einer Grundschule in Mainz und hat sich da mit den Schülern beschäftigt, hat deren Fragen beantwortet und hat dann auch noch mit den Schülern gemeinsam Fußball gekickt, hat sich da nicht lumpen lassen. Und nun geht es hier also in das allererste Training im Jahr 2024. Ach, ich freue mich sowas von auf die Europameisterschaft. Sandro Wagner, der liest sich hier auch noch mal ein bisschen was durch. Der hat sich da anscheinend auch vorbereitet. Guter Mann. Und hier haben wir ein paar Nationalspieler, die sich gerade eine kleine Pause gönnen. Gündoğan, Niklas Füllkrug, Wirtz sehe ich da. Dazu auch noch den Frankfurter Robin Koch, der auch wieder mit dabei ist. 8-mal hat er bisher für Deutschland gespielt. Und ja, ich glaube, die Zuschauer kommen hier auch auf ihre Kosten. Vor allem sind sie jetzt ganz nah dran. Ich sitze jetzt gerade ein bisschen weiter weg. Aber auf meinem Monitor kann ich soweit alles sehen. Und das ist ja auch die Perspektive, die ihr habt. Von daher können wir uns hier gemeinsam herantasten an die nächsten Trainingsinhalte. Und ich glaube, wir sehen hier ein schönes Spiel. Ich guck mal, wer hier alles in einem Team ist. Also, wir haben hier ein paar Spieler in den blauen Leibchen, wir haben ein paar Akteure in den... Ach komm,
Für mich ist es aus der Ferne rot. Weit ist es wahrscheinlich pink. Aber wir gucken mal rein. Wir sehen UNDAF. Ich versuche das mal zu rekonstruieren, wer hier alles in einem Team ist. Also wir haben ja auf jeden Fall mal Team Blau mit Ter Stegen im Tor, mit Antonio Rüdiger, mit Maximilian Bayer von der TSG Hoffenheim, Kimmich vom FC Bayern gehört zu dem Team, UNDAF ist dabei. Und das müssen sie dann auch schon gewesen sein. Ne? Das sind hier 1, 2, 3, 4, 5 Feldspieler. Also 5 gegen 5 wird da gerade gekickt. Und auf der anderen Seite haben wir Raum von RB Leipzig. Wir haben Andrich von Bayer Leverkusen. Wir haben Havertz von Arsenal. Wir haben Groß von Brighton. Und ich glaube, damit habe ich die Jungs alle genannt. Beste ist natürlich auch noch im Team Blau mit dabei. Den habe ich möglicherweise gerade vergessen oder übersehen. Auf jeden Fall hier ein schöner Steckpass. Andrich mit der Gelegenheit. Aber Ter Stegen, der ist auf seinem Posten, der ist hellwach. Und das Ganze um 12.16 Uhr, Freunde. Ja, da ist der ein oder andere Student gerade aus dem Bett gekrochen. So, und jetzt haben wir auch noch Besuch von dem Team Grün. Und das besteht aus Toni Kroos, aus Thomas Müller, aus Waldemar Anton, Mittelstädt und Führich. Also da ist fast der ganze VfB-Block mit dabei. Nur UNDAF fehlt. Den hatten wir ja gerade gesehen. Und der ist vor allem jetzt hier im Duell, beziehungsweise im Team Blau. Führich. Im Duell mit Kimmich. Auch das Duell Bayern gegen Stuttgart, beziehungsweise in der Konstellation wird es Stuttgart gegen Bayern München sein. Das wird es im Bundesliga-Schlussspurt auch noch geben. Rüdiger, tolle Ballannahme. Und da will er Anton einfach mal, ach, das kriegt er sogar auch irgendwie gelöst, tunneln. Zum Torabschluss kommt es aber nicht mehr. Toni Kroos. UNDAF nimmt Rüdiger mit und der hat vor allem Bock auf das kleine Tor. Oder auch nicht. Der ist ja richtig aggressiv, der Antonio. Ja, da bekommt hier die sportliche Leitung auch nochmal Arbeit, wenn der Antonio Rüdiger hier jedes Tor umschmeißt. Thank you.
Ja, da schreiben einige zu Recht Rüdi Abi zu Antonio Rüdiger. Warum nicht? Oh, und da gibt es einen schönen Elfmeter. Gut gelöst. Kimmich trifft. Und weiter geht's, Freunde. So, jetzt kommt der nächste Block, den wir vorhin auch schon mal gesehen hatten. Das ist die Truppe um Henrichs, um Havertz, Raum, Groß. Und damit Spaß macht, haben wir auch noch Andrich vom Bayer Leverkusen dabei. Havertz, guter Laufweg und ja, die Kugel will nicht rein. Vielleicht auf dem zweiten Weg, Raum. Hat da, ja, das passt natürlich sehr gut. Ganz viel Raum und Havertz kann Neuer nicht überwinden. Der ist hier wieder mal auf dem Posten. Ja, und die Jungs, die gerade nicht im Einsatz sind, gucken da ganz interessiert zu. Thomas Müller, das ist mir vorhin schon mal aufgefallen, der gibt auch immer Kommandos, wenn er gerade gar nicht mitmischen darf. Also der ist auf jeden Fall mal top motiviert. Und ich glaube, solche Jungs, die braucht man auch in der Mannschaft. Groß. Und kommt das kleine Tor, das nimmt er mit. Musiala. Ah, herrlich. Musiala ist erfolgreich, trifft für seine Mannschaft. Ah, und Musiala, der arbeitet nicht nur nach vorne, der arbeitet auch nach hinten. Hier im Zusammenspiel mit Toni Kroos, aber da ist die Kugel auch schon wieder weg. Und da klingelt es doch. Da ist aber auch Thomas Müller wieder mitmischen, wenn ich das richtig sehe. Ja, natürlich, Thomas Müller. Der Aktivposten heute. Der lässt hier keine Sekunde einfach mal so ruhen. Der ist immer am Quatschen. Der hat immer irgendwas auf den Lippen. Der muss was loswerden. Aber ich finde das ganz cool. Und das, was Musiala macht, ist auch sehr cool. Also Freunde, da kommen wir nochmal richtig auf unsere Kosten. Sehen hier die eine oder andere schöne Spielform. Und ich hoffe, ihr habt auch viel Spaß an diesem Stream von der Trainingseinheit. Es ist die allererste Trainingseinheit der deutschen Nationalmannschaft im EM-Jahr 2024. Vielleicht habt ihr ja auch Bock, so einen Stream nochmal zu sehen. Oder vielleicht sagt ihr auch, ne, geh mir weg damit, nie wieder. Aber ich finde, das ist ein schöner Service, weil so bekommen wir alle mal einen Eindruck davon, wie ticken die Jungs auch mal abseits von so einem großen Länderspiel. Und ja, so kleine Details zu beobachten. Wie interagiert jemand zum Beispiel ein Jan-Niklas Beste mit einem Toni Kroos und so weiter. Also ich finde, das ist eine schöne Geschichte. Und wie ist eigentlich so ein Julian Nagelsmann im Training? Auch das sind doch sicherlich nochmal Eindrücke, die man sonst so in der Form nicht bekommt.
Ja, geil. Jetzt werde ich ja auch schon Kommentator Abi genannt. Also das bin ich auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Und gucke jetzt auch mal wieder, wie der ein oder andere Flieger hier auch nochmal am Campus vorbeijagt und hier landet. Weil ja natürlich der Flughafen ist hier direkt um die Ecke. Wir haben hier aber auch das Stadion von Eintracht Frankfurt direkt um die Ecke. Und halt eben diesen DFB-Campus, der ja so in der Form auch noch gar nicht so lange hier steht. Und ich bin tatsächlich das allererste Mal hier. Schön durchgesteckt und dann der Abschluss von Henrichs. Auf der anderen Seite haben wir das Team Kimmich, Beste, der legt in den Rücken der Abwehr und Undav macht das richtig abgezockt, lässt das Ding vom FC Barcelona keine Chance. Ja, mal sehen, ob und in welcher Form der VfB Stuttgart möglicherweise in der Zukunft mal wieder gegen Barcelona spielen darf. Wobei auch Barcelona hier und da schon mal bessere Zeiten hatte. Ja, jetzt wird hier gefragt, wann ich hier auch noch mitspiele. Ich habe es ja schon mal ganz am Anfang gesagt. Also diese Platzanlage, die macht mich, ja, da bin ich ganz offen, die macht mich so ein bisschen heiß. Und ich bin kurz davor, auf dem Platz zu rennen, um den Jungs vielleicht auch noch mal ein paar Impulse auf dem Platz zu geben. Ja, vielleicht kann ich der Mannschaft auch noch ein bisschen was geben, was ihr aktuell fehlt. Ich habe nur die leichte Sorge, dass ich möglichst schnell einkassiert werde, weil hier sind dann doch, zumindest war das im Vorfeld des Trainings so, einige Ordner, einige Sicherheitsleute hier. Es war auch für mich gar nicht so einfach, auf die Anlage zu kommen. Also ich musste da einigen Ordnern erklären, dass ich hier heute den Stream kommentieren möchte. Und dann hieß es so, nee, hier kommen Sie nicht rein, bitte außenrum. Und dann wurde ich hier einmal komplett durch Frankfurt gejagt. Aber bin froh, dann rechtzeitig noch hier eingelaufen zu sein. Aber jetzt gerade ist die Luft so ein bisschen rein. Ich glaube, es ist fast einfacher, den Platz zu stürmen, als den DFB-Campus. So, und dann gucken wir mal wieder qualifiziert rein, was die Jungs zeigen, die tatsächlich von Julian Nagelsmann nominiert worden sind. Also ich muss vielleicht nachher noch mit Julian Nagelsmann sprechen, um ihn da auch von meinen Fähigkeiten zu überzeugen. Jetzt gucken wir erstmal rein, was zum Beispiel ein Chris Führig hier zeigt. Ja, Jan-Niklas Beste macht das aber ordentlich. Musiala setzt sich wieder gegen alle durch. Nächster Versuch für Führig. Musiala. Groß. Ja, schönes Team. Führig, Musiala, Groß, Anton, Müller ist auch mit dabei. Unterschiedliche Typen. Groß nimmt das Ding mit und ist dann vorne wieder am Start. Aber Undav sagt sich, Freunde, das ist meine Kugel. Der Müller bekommt die ganz bestimmt nicht. Kimmich und Müller sind hier in einem Team, zusammen mit Rüdiger, Bayer und damit es halt eben Spaß macht mit Undav.
Klaus Müller. Wir haben natürlich schon einiges zusammen erlebt. Im Verein, in der Nationalmannschaft. Ja, und jetzt kommen hier alle Jungs zusammen. Mal gucken, wie das Training geht. Ich bin selber sehr gespannt. Ich habe da jetzt keine nähere Information bekommen. Ich glaube, das Training geht so lange, wie Julian Nagelsmann Bock hat. Und so wie der aussieht, hat er richtig viel Bock. Also von daher, vielleicht sitzen wir auch noch in 3 Stunden hier. Aber ist ja alles in der grünen Zone quasi. Ich glaube, das Ding müsste so circa 11 Uhr losgegangen sein. Das heißt, 90 Minuten haben wir jetzt hier so ungefähr erlebt. Und hier werden die Mannschaften auch nochmal durchgewechselt. Jetzt haben wir also das Team von Kroos, Führig und Co. Das scheint weiterhin zu spielen. Jetzt kommen die Jungs in dem pinken Leibchen. Das ist ja die Truppe um Havertz, Raum, Andrich, Kroos. Komm, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Wer es auflösen kann, bekommt von mir ein Geschenk. Inzwischen weiß ich's. Ich lasse das nochmal 10 Sekunden unkommentiert. Vielleicht kommt ihr um die Ecke. Ansonsten hau es einfach raus. Klick, klack, zack. Benjamin Henrichs ist noch in dem Team. So, haben wir das auch einfach mal aufgelöst. Jetzt könnte man natürlich psychologisch überlegen, warum gerade diese Teams... Warum diese Konstellation von Spieler? Ach, was ein Pass von Toni Kroos. Und komm, Musiala, der muss doch veredelt werden. Im ersten, im zweiten. Komm, und Kroos macht selber. Das ist würdig. Hat diese herrliche Vorlage gespielt und darf das Ding am Ende auch in die Maschen dreschen. So ist es. Gucken wir mal, dass wir dem Toni Kroos direkt mal ein gutes Gefühl geben. Dass wenn er nachher den obligatorischen FaceTime-Call mit der Familie macht, dass er sagt, das ist so schön bei der Nationalmannschaft. Ich war so blöd, dass ich überhaupt weg war. Aber Toni, alles gut. Bis er wieder da. Sandro Wagner an der Trillerpfeife. Schönes Bild. Also das habe ich hier gerade mal zumindest beobachtet. Ich fürchte, das haben wir jetzt hier nicht eingefangen. Vielleicht war das sogar der Abschlusspfiff. Sandro Wagner mit der Aussage, das Training wird beendet, wenn ich pfeife. Und das könnte gerade passiert sein. Aber mal gucken. Vielleicht passiert ja noch was. Die Jungs kommen hier nochmal schön zusammen, wie man das auch aus dem Amateurfußball oder auch aus dem Schulsport kennt. Alle zusammenkommen. Und jetzt könnte das tatsächlich hier schon möglicherweise das Ende sein. Oder passiert hier noch was? Vielleicht haben wir auch noch die Jungs, die sagen, komm, geht immer schön in die Kabine duschen. Ich knall hier nochmal ein paar Dinger aufs Tor. Ich mache hier nochmal eine Zusatzschicht und mal sehen, wer das sein könnte. Was denkt ihr? Wer von den Jungs ist so ein Typ für so eine Zusatzschicht, der nochmal ein paar Freistöße übt oder während alle anderen schon längst zu Hause auf dem Sofa liegen, nochmal einen Extrameter macht? Ich glaube, ich nochmal individuell
vorbeischauen. So, hier wird fleißig diskutiert, wer beziehungsweise haben wir nochmal eine schöne Übung oder war es das? So, und ich sehe gerade, dass hier auch fleißig diskutiert wird, wer ist Mr. Überstunde? Ja, da werden verschiedene Namen rausgehauen. Ja, Ronaldo ist wahrscheinlich so der Klassiker, jetzt mal abseits der Nationalmannschaft, also der deutschen Nationalmannschaft. Aber wer ist das bei unserer deutschen Nationalmannschaft? Da haben wir doch auch bestimmt ein paar Jungs, die keine Minute verschenken. Da haben wir noch die Jungs und sehen auch nochmal das ein oder andere Gesicht. Da können wir vielleicht auch mal einen Eindruck davon bekommen, wer ist hier schön mit dem Lächeln dabei, wer ist sehr, sehr fokussiert. Wunderf hat sein Lachen, so wie es aussieht, nicht verloren. Auch Toni Kroos hat Spaß hier mit Thomas Müller. So soll das sein. Herrlich.